Heute zu Gast bei mir im Studio ist Cornel Wachter. Cornel Wachter bezeichnet sich selbst als Stilpluralisten. Er mischt unterschiedliche Kunstrichtungen und verbindet sie mit seinem gesellschaftlichen Engagement als Akteur auf der künstlerisch-politischen sozialen Bühne. Der Künstler macht seinen Steinmetz- und Steinbildhauerausbildung. Er machte seine Steinmetz- und Steinbildhauerausbildung, ein langes, schweres Wort, in der Dombauhütte zu Köln. Danach studierte er Architektur an der Fachhochschule. 1997 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Köln mit einem Stipendium verbunden. Gemeinsam mit Timo Belger initiierte er eine Aufklärungskampagne für die Darmkrebsvorsorge. Unter anderem mit dem Magazin Die wunderbare Welt des Cornel Wachters. Dieser wurde 2017 und 2019 als Engagement des Jahres, mit dem das Thema Darmkrebs aus der Tabuzone herausgeholt worden sei, mit dem Felix Burda Award ausgezeichnet. Lieber Cornel, herzlichen Dank, dass du da bist und dass du dich bereit erklärt hast, in unserem Projekt der Stadt Bestes, das Gute in der Krise teilzunehmen. Schön, dass du da bist. Hallo. Deutschland erlebt zurzeit wie viele Länder um uns herum auch einen zweiten Lockdown. Eine Ausnahmesituation, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Die Krise betrifft alle Teile der Gesellschaft in unterschiedlich harter Ausprägung. Lieber Cornel, wie war es bei dir im März des Jahres 2020? Wie hast du von der Pandemie, von dem Lockdown und von der Krise als solches erfahren? Was schoss dir durch den Kopf, als es hieß, ab morgen ist alles zu? Wie war das bei dir? Tja, meine Mutter ist 91 Jahre. Ich telefoniere jeden Tag mit ihr ungefähr eine Stunde. Wir reden natürlich viel über die Zeit, die sie im Fringsfädel erlebt hat, im Krieg. Ja. Die Bilder waren mir natürlich sofort im Kopf, ja, wo die Menschen nicht mehr vor die Tür gehen konnten, wo sie verdunkeln mussten und wo sie nichts hatten. Und da haben wir viel drüber telefoniert, haben wir viel drüber gesprochen und wir waren dann doch relativ schnell klar, dass das nicht so ist wie damals. Weil viele haben ja auch gesagt, ist ja wie im Krieg. Ne? Nee, ist nicht so. Also uns geht es schon deutlich besser in diesem Lockdown, in diesem Nummer 1, Lockdown Nummer 1. Aber es ist natürlich eine Katastrophe für Leute wie mich, die als Freischaffende arbeiten, als freischaffende Künstler, die so wie ich ihr eigener Kunstmarkt sind, die also zu Hause arbeiten und dort kommen die Sammler und die Kunstfreunde hin und möchten dort Kunst sehen, können Kunst kaufen. Die möchten, wie der Sigmar Polke gesagt hat, vielleicht auch eine Alkoholfolter haben. Das heißt, wir trinken eine Flasche, vielleicht zwei, vielleicht drei Flaschen Rotwein und dann kaufen sie sogar noch mehr. Das findet alles nicht statt. Und insofern bin ich sehr schnell auf Null gesetzt worden. Also dieser Lockdown hat mich auf Null gesetzt. Mir geht's noch ganz gut. Ich habe eine Wohnung, wo ich wohnen kann. Und wo ich nicht viel bezahlen muss, aber es gibt Kollegen, die dann plötzlich vor ganz großen Problemen waren und weiterhin sind. Und da kann man ja heutzutage nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal Taxi. Früher hast du gesagt, ja, da fahre ich mal Taxi. Kannst du ja heute auch nicht mehr. So, also ist schon eine extreme Ausnahmesituation, ein Horror. Und ja, tun mir sehr, sehr viele Leute leid, die jetzt ihren ganz normalen Berufungen nicht nachgehen können. Ich wollte gerade sagen, Jobs sind auch Jobs, aber es sind auch Berufungen. Es gibt zum Beispiel Leute, die stehen nun mal wirklich aus Berufung hinter einem Tresen. Was muss das für ein Elend sein, zu Hause zu sitzen? Ich bin das personifizierte Homeoffice, war ich schon immer. Ich bin am liebsten zu Hause. Ich brauche nur meine drei Straßen. Ich könnte verzweifeln, dass ich nicht dreimal am Tag rausgehen kann zu meinen italienischen Cafés zum Einkaufen. Was ich natürlich nur tue, um Leute zu treffen, um mit denen Schnitz zu schwaben. Geht alles nicht. Das ist schon grausam. Aber was ist das gegen jemand, der, mein Gott, der jetzt quasi Berufsverbot hat? Ne? Das ist schon traurig. Ne? Also heftig, ja. Sehr heftig, ja. Wir sind beide in diesem Genre verhaftet und mir geht es ja ähnlich, aber trotzdem habe ich positive Aspekte innerhalb der Krise sehen können. Und das war eigentlich das, was ja auch Thema unseres heutiger Zusammenkunft ist. Diese positiven Aspekte haben mich weitergebracht. Wie war es bei dir? Gab es bei dir auch Positives, was du innerhalb dieser Misere, dieser Krise gesehen hast? Oder wurde dir sogar durch Dritte Positives zuteil?
Ja, sicher. Goethe sagt, wir hoffen, denn hoffen ist immer besser als verzweifeln. Und ich könnte ja fast, wenn das nicht vermessen klingt, könnte ja sagen, ich bin ja fast Kriegsgewinnler. Für mich, der sich gerne für andere Leute einsetzt, für mich begann schon direkt mit dem ersten Lockdown das Tun, das Machen, das Anpacken. Mein Sohn und ich, wir haben eine große Plastikscheibe in den Pfringstreff eingebaut, damit dort jeden Tag 150 Essen an Wohnungslose und Obdachlose ausgegeben werden konnten. Es gab keine Scheiben. Pfringstreff hat versucht, Scheiben zu bekommen. Jetzt sieht das schon anders aus. Jetzt haben sich die Firmen darauf eingestellt und die Zulieferer und so, die Händler. Aber damals gab es keine Scheiben. Und dann hieß es, okay, wir machen das für euch. Das kostet so und so viel 100 Euro. Aber die kamen einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir kommen, wir nehmen einfach ein altes Bild von mir auseinander, wo eine Plexiglasscheibe ist, und dann bauen wir da was. Und dann haben wir das da gebaut. Und das war schon mal erst das erste Schöne. Ja? Das war wunderbar, klasse. Und dann zu sehen, dass das funktionierte, dass also die Leute sich ihr Essen abholten und dann wirklich 50 Meter weiter gingen, dass da aßen und dann auch den Müll wieder zurückbrachten. Und das sind so die schönen Aspekte übrigens, dass alles so gut funktioniert. Ich dachte auch, habe ich mit meiner Frau auch drüber gesprochen, so mit Caroline, dass wir ja so unglaublich diszipliniert sind, wir Deutschen. Ne? Das ist also wirklich Wahnsinn. Das hat mir schon Freude gemacht, muss ich sagen. Und dass das alles so klappt, dass diese Abläufe funktionieren. Vielleicht bin ich aber auch, weil ich in Pfringstveden lebe, auf der Insel der Glückseligen, ja, dass es also eben da anders ist als in anderen Stadtteilen Kölns und auch in anderen Bundesländern, wer weiß, vielleicht ist es in Essen oder Wuppertal oder in Kiel oder Berchtesgaden anders, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier waren die Leute sehr, sehr, sehr achtsam, die haben sehr aufeinander geachtet und das ist, finde ich, ein schönes Gefühl. Das war für mich ein schönes Gefühl, das zu sehen. Und es ist nach wie vor, muss ich auch sagen. Und ja, und so haben sich einige Sachen ergeben. Ne? Meine Frau hat eine Idee gehabt, im Mildred-Scheel-Haus Musik im Garten stattfinden zu lassen. Vorher hat sie ein Kulturprojekt innerhalb des Hauses gemacht. Das ging jetzt plötzlich nicht mehr. Und dann hat sie das im Garten veranstaltet. Und da konnte ich so die ein oder andere Sache befördern. Das hat mich auch glücklich gemacht, wenn man dann, weiß ich, den Linus anruft und er hat dann da gespielt. Wunderbar, ganz toll, ne? Und ja, also wir haben schöne Sachen gemacht in der Zeit, die eben uns fördern, uns Kreative fordern und wir können dann handeln, nicht wahr? Und eher handeln als verzweifeln, nicht wahr? Und dann haben wir sehr früh angefangen, die Kinder der Fortuna zu beschäftigen. Der SC Fortuna Köln hat so um die 600 Kinder in 27 sagt man, Jugendmannschaften, ja. Und wir wussten, die müssen jetzt zu Hause sitzen. Teilweise kennen die Kinder ihre Väter nicht und umgekehrt. Den Fall wird bald die Decke auf den Kopf fallen. Also haben wir gesagt, wir werden denen was von der Fortuna erzählen. Erst haben wir angefangen, online Aufsätze von unserem ewigen Präsidenten Jean Löring vorzulesen, wo der als 14-Jähriger davon berichtet, wie er Fußball gespielt hat. Und dann steht unten drunter unter dem vierseitigen Aufsatz, sehr gut. Ja, das war schon ganz schön. Und dann kamen wir halt drauf mit den Kindern, dass man ja malen könnte. Man könnte Bilder malen. Dann haben wir Bilder gemalt. Jedes Kind hat bis zu 6, 7 Bilder gemalt und die sind dann in Altenheime gegangen und die alten Leute dürften dann vielleicht auch mal denken, mein Gott, das ist ja von meinem Enkelkind, ja. Es kam aber von der Simone und vom Timo und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir noch weiter. Wir werden auch noch eine Postkartenedition machen. Und dann haben wir die KG Altköln, da habe ich sie ja, haben wir die KG Altköln gefunden als Sponsor, weil das diesjährige Motto des Karnevals hatte ja mit Zusammenstommen zu tun. Ja? Und das, was wir da gemacht haben, ist das ja auch. Wir haben uns ja zusammengetan. Die Fortuna, das ist die Mütze der fidelen Fortuna, die übrigens jetzt gerade wieder gegründet wird. Dieser Tage heute hat der Präsident Westendorf mir geschrieben, dass sie wieder gegründet wird. Ich bin direkt eingetreten, weil ich habe ja noch die alte Mütze aus den 70er, 60er Jahren. Naja, okay, wir haben also mit den Kindern, hier kann man es sehen, die Kinder der Fortuna, haben wir also eben diesen Hashtag entwickelt, bleibt gesund, ja.
Und dann haben die Kinder angefangen, haben Bilder gemalt, wie zum Beispiel hier, ich wünsche dir Superkräfte. Ja, ist natürlich absolut fantastisch. Oder sowas hier ist ja auch schön, diese beiden Bäume, nicht wahr? Der Regenbogen darf natürlich nicht fehlen. Und was auch nicht fehlen dürfte, ist, das gucke ich jetzt mal nach, wo wir das haben. Guck mal, ist das nicht ein tolles Bild? Wahnsinn, ne? Also die haben toll gemalt, die Kinder. Das finde ich, das muss man auch dann mit so einer Postkartenedition auch belohnen, nicht wahr? Hier haben wir zum Beispiel die Tanzgruppe von der KGL Köln, die Harlekins, die haben wir einfach auch mit da drauf gepackt, ne? Weil das ist auch immer ein schönes Bild für alte Leute im Altenheim. Und so heißt das Projekt. Die Welt ist immer noch bunt. Hatte ein Kind diesen schönen bunten Vogel gemalt und haben wir gesagt, diese Postkarte, diese Postkartenedition erhält diesen Titel. Und dann hat ein Kind, sind ja im Grunde Fortuna-Postkarten, hat gesagt, ich hoffe, du bleibst gesund. Und ob es jetzt den Geißbock gemeint hat oder ob es der Opa oder die Oma gemeint hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das, und ihr kennt das ja mit den Rechten, das kennst du wie ich, das war ein Thema. Ich habe sofort den Alex Werle, den Geschäftsführer vom FC, angerufen und gesagt, Alex, dürfen wir das machen? Hat er gesagt, aber auf jeden Fall. So haben wir also höchste Erlaubnis, das hier auf diese Postkarte zu bringen. Ja, und wie gesagt, hier sind so schöne Postkarten. Hier ist dann einmal ein kompletter Name. Wir haben das immer anonym gemacht, aber hier hat Tamara Funk geschrieben, ich hoffe, du bleibst gesund, und hat hier so ein schönes Bild von dem, was wir uns alle wünschen, gemalt, nämlich Urlaub. Urlaub am Strand. Ja. Hier in diesem Fenster sieht man das Meer, ne, und wunderbar. Ja, und dann haben wir halt eben, das muss natürlich immer sein, unseren ewigen Präsidenten Löhring auch dabei, der auch als Erwachsener noch wie ein Kind den Matsch nicht scheute und Fußball gespielt hat. Und weil er halt eben unser ewiger Präsident ist, haben wir gesagt, er muss auch mit auf diese Postkartenreihe. Und das Credo der Fortuna ist ja inzwischen, Fortuna Köln bist du, bin ich, sind mir. Und als der Bömmel, der Hartmut und Kaffi und ich damals 1998 das Fortuna-Lied gemacht haben, da haben wir uns bei Willi Milovic aus dem Lied Das Herz von Köln, was er für die drei Rabauen in den 20er Jahren geschrieben hat, entliehen. Da heißt es, das Herz von Köln bist du, bin ich, sind mir. Dann haben wir uns das entliehen und haben gesagt, Fortuna bist du, bin ich, sind mir. Denn nur so funktioniert ein Verein. Und nur so funktioniert auch eine Gesellschaft, zum Beispiel in einem Lockdown, in so einer Krise. Und insofern ist das schon alles sehr, 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 sehr schön, positiv, was wir hier erleben mit dieser Kartenreihe. Und ich bin sehr froh, dass wir halt viele Unterstützer gefunden haben, auch die Bezirksvertretung, Andreas Hupke, der hat mitgemacht. Oder meine Mutter hat mitgemacht. Ne? Also, wunderschöne Sache. Ja. Sagt ein sichtlich bewegter und sehr engagierter Kaunel Wachter. Herzlichen Dank für das Gespräch. Oder so, ne?